Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute verrate ich dir, wieso du mehrere Frauen treffen musst, wenn du zu den 95% der Männer gehörst, die sich mit dem Thema Flirten und Dating beschäftigen. Schön, dass du wieder da bist. Heute will ich dir, wie gesagt, erklären, warum du mehrere Frauen daten musst, wenn du zu dem Großteil der Menschen, der Männer da draußen gehörst, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Ich kenne das von mir selbst, ich kenne das von vielen Teilnehmern, ich kenne das auch von vielen Leuten, die auf dem Channel unterwegs sind. Das Ganze knüpft so ein bisschen an das Video an, was ich vor ein paar Tagen gemacht habe. Wenn du das noch nicht gesehen hast, zum Thema Bindungstypen. Erster Link in der Beschreibung. Erstens ist es ein sehr, sehr wichtiges, interessantes Video. Zweitens ist es ein bisschen wichtig hierfür. Ich greife das aber auch nochmal auf. Es ging also um die zwei verschiedenen Bindungstypen, den ängstlichen und den vermeidenden Bindungstypen. Wenn du jetzt genau wissen willst, was es damit auf sich hat, schau eben nochmal ins Video. Im speziellen Fall wollen wir jetzt darüber reden, dass die meisten Männer, die unterwegs sind, dem ängstlichen Typen angehören. Und der ängstliche Typ, der zeichnet sich dadurch aus, dass er sich relativ schnell in Frauen verliebt, dass er relativ schnell, nachdem er die Frau vielleicht einmal gesehen hat, kurz mit ihr auf der Straße gesprochen hat, vielleicht gerade mal die Nummer mit ihr getauscht hat, direkt in so einem, oh Gott, das ist die Frau fürs Leben, die muss ich bekommen, die brauche ich für immer, das ist einfach die Frau, die zu mir passt, Modus ist. Also er ist direkt in so einem, die eine und es gibt keine andere. Das ist die eine Frau für mich. Man nennt das auch eine Pickup-Community, die One-Nighties, wenn man sich in eine Frau verliebt. Was ja auch nicht schlimm ist. Daran ist erstmal nichts Dramatisches. Das Problem an der Sache ist, dass dieser ängstliche Typ sich halt komplett auf diese Frau einschießt und in dem Moment all die negativen Sachen, die vielleicht auch an dieser Frau vorhanden sind, und das ist natürlich bei jeder Person so, komplett nicht sieht. Und das ist ein großes Problem. Und es gibt eine Lösung, die jedermann nutzen sollte, um dieser Falle zu entkommen. Und ich weiß halt, wie viele Männer in diese Falle tappen. Ich weiß, wie viele Männer mit diesem Problem zu tun haben, weil ich eben täglich mit Männern arbeite, die in diesem, ja, in diesem Problempunkt unterwegs sind. Ich telefoniere mit vielen Männern, die mir davon erzählen. Und deswegen weiß ich, wie real das für Männer wirklich ist. Und die Sache, oder das, was dem ängstlichen Beziehungstypen oder dem ängstlichen Mann, sage ich mal, dabei hilft, das so ein bisschen auszugleichen, sich nicht so schnell zu verlieben, nicht so schnell in eine Frau investieren zu wollen, nicht gleich so, oh mein Gott, sie ist der perfekte Frau für mich, sondern auch wirklich von einer ganz gesunden Position aus mal zu schauen, okay, ist das denn eine Frau, die zu mir passt? Was natürlich auch gleich viel anziehender für die Frauen ist. Die eine Sache, die dabei hilft, ist, dass du wirklich mehrere Frauen triffst. Denn das ist sozusagen die Counterhandlung, die Gegenhandlung zu diesem sich schnell auf eine Frau einschießen. Denn wenn du mehrere Frauen triffst, dann hast du immer den Vergleich. Dann siehst du immer, okay, wow, das ist schon eine tolle Frau, aber hier sind auch andere interessante Frauen. Und das Problem mit diesen mehrere Frauen treffen ist, dass es in der Gesellschaft so ein bisschen verpönt ist. Dir muss klar sein, dass auch Frauen mehrere Männer treffen. Auch Frauen daten mehrere Männer, um mal den Mann zu finden, der zu ihnen passt. Und das macht ja auch Sinn. Bei Männern ist es so ein bisschen verpönt. Wenn du als Mann mehrere Frauen triffst, dann ist es so ein bisschen so, ah, oh, der kann sich ja nicht festlegen oder das ist ja ein Arschloch, der verarscht die Frauen einfach nur. Es ist oft, wird es von Leuten mit etwas Negativem verbunden, was sehr schade ist, weil es eine sehr gesunde Art und Weise ist, sich dann tatsächlich die Leute auszusuchen, die in dein Leben passen sollen. Und das ist jetzt nicht nur wichtig für, wenn du eine Beziehung willst, sondern auch wichtig für, wer soll vielleicht deine langfristige Sexpartnerin werden oder vielleicht ein Teil deiner langfristigen Sexpartnerin, wer soll das werden? Es macht immer Sinn, wenn du da mehr Frauen hast, die du gleichzeitig triffst, um mal zu schauen, okay, was passt mir denn? Gerade wenn du am Anfang stehst, viele ängstliche Beziehungstypen hatten noch nicht so viel Beziehungserfahrung, gerade die jetzt auch auf meinem Channel unterwegs sind, das ist völlig in Ordnung. Aber gerade wenn du am Anfang stehst, dann weißt du eben auch noch so gar nicht, was du willst von einer Frau. Was ist wirklich eine tolle Frau für dich? Das weißt du gar nicht. Und dann passiert das ja oft, dass die Männer auf eine Frau stoßen, sich direkt in sie verlieben und dann mit ihr zusammenkommen. Und daran ist nichts verkehrt. Versteh mich nicht falsch. Das ist Erfahrung, die du machst und das ist super. Aber wenn du erstmal geguckt hättest, wenn du erstmal ein paar Frauen gedatet hättest, vielleicht auch ein paar Frauen gleichzeitig gedatet hättest, hättest du einen besseren Eindruck davon bekommen, wie toll diese Frau denn wirklich ist. Und das Tolle ist dann auch, wenn du dich dann zum Beispiel für diese Frau entschieden hast, dann ist diese Entscheidung auch deutlich fester, weil du halt weißt, okay, ich erinnere mich noch daran, wie, als ich diese Frau gedatet habe, ich ja noch andere Frauen gedatet habe, aber keine hat mir so gefallen wie die. Denn was ich auch öfter mal, das ist jetzt eher beim vermeidenden Beziehungstypen der Fall, sehe, ist, dass Männer Folgendes machen. Oh, ich bin mit einer Frau zusammen, ah, da könnte doch die nächstbeste wartet direkt um die nächste Ecke. Und wenn du halt viele Frauen gedatet hast, zum gleichen Zeitpunkt, bevor du mit einer Frau zusammengekommen bist oder bevor du dich auf eine oder mehrere Frauen eingeschossen hast, dann ist es einfach wahrscheinlicher, dass du diese beiden Fehler nicht machst. Dann ist es wahrscheinlicher, dass du nicht in diese Wonatis, in diese Direktverliebtheit fällst und damit die Frau unter Umständen auch abschreckst. Es ist in Ordnung, wenn die Frau dadurch abgeschreckt wird. Das gehört einfach dazu, weil in dem Moment ist es einfach das, was du brauchst. Na, du scheinst anscheinend diese Nähe zu brauchen, du möchtest viel Nähe, deswegen bist du da relativ schnell unterwegs. Das ist halt dein Bedürfnis und das ist auch in Ordnung. Aber das kann natürlich
auch ein Großteil der Frauen theoretisch abschrecken. Und deswegen sage ich nicht, hör jetzt auf damit, hab dieses Bedürfnis nicht, sondern ich sage dir einfach, für dich ist es besser, wenn du wirklich mehrere Frauen triffst, egal was die Gesellschaft dir jetzt erzählt, was deine Eltern dir vielleicht erzählen. Du musst verstehen, dass gerade unsere Eltern, und ich sage jetzt unsere Eltern, wenn ich meine Eltern meine, ich bin jetzt 26, das heißt, meine Eltern sind in den, in den 80ern geboren, in den 70ern geboren, irgendwie sowas um den Dreh, 80er, 75, sowas in der Art. Und das ist einfach eine ganz andere Welt gewesen. Ne? Da war es noch wirklich sehr extrem so, dass man relativ früh zusammengekommen ist und auch mit dem Partner für den Rest seines Lebens zusammengeblieben ist. Das war bei meiner Mama relativ stark so, auch bei meiner Großmutter oder bei meiner anderen Großmutter. Ne? Je weiter das nach hinten geht, desto mehr. Die Leute kennen einfach was anderes. Und deswegen sei nicht irritiert, die kennen das einfach nur anders. Ne? Also lass dich nicht davon so stark beeinflussen, sondern find daraus, was passt für dich. Date mehrere Frauen. Das macht dich deutlich unabhängiger, deutlich entspannter. Ne? Und das vor allem verleiht dir das auch die Gabe, wenn sich eine Frau mal wirklich schlecht verhält, dass du auch den Mut hast, den du sonst vielleicht nicht hättest, dieser Frau zu sagen, hey, guck mal, dein Verhalten geht gar nicht. Weil du ja weißt, ist ja kein Problem, da gibt es ja noch viele andere Frauen da draußen. Allein dieses Wissen zu haben, zu wissen, okay, da gibt es viele andere Möglichkeiten, der Markt ist nicht ausgeschöpft, das ist ganz wichtig. Und das hilft auch Männern dabei, sich unglaublich zu entspannen und sich nicht so einen Stress zu machen. Es hat also nur Vorteile. Ne, die einzige Sache, die halt auf dich zukommt, ist, dass du so ein bisschen diese Hemmung vielleicht überwinden musst, wenn es darum geht, mehrere Frauen zu daten, weil man dir halt erzählt, das sollte man nicht machen. Aber ansonsten eine sehr wichtige Sache, vor allem für den, wie gesagt, ängstlichen Beziehungstypen, aber auch für den Vermeidenden. Und das sind die beiden großen Gruppen, die wirklich die Hauptzahl der Männer ausmachen, die hier auf meinem Channel unterwegs sind, aber auch die generell sich mit dem Flirt-Thema beschäftigen. Von daher, ganz wichtiges Thema, date immer mehrere Frauen, bevor du dich da für eine oder mehrere Frauen entscheidest. Ganz wichtig, hab immer die Auswahl, hab immer mehrere Frauen, die du kennenlernst, wo du guckst, okay, was passt zu mir, das ist eine ganz wichtige Sache. Geil, dass du dabei warst. Fragen und Videovorschläge gerne in die Kommentare. Ansonsten links neben mir abonnierst du den Channel, wenn noch nicht gemacht. Unter mir kannst du dich fürs Coaching bewerben. Die ersten Plätze für nächstes Jahr sind jetzt bereits offen. Und hier unten geht es zu einem Video, das weiterführende Informationen gibt, die unglaublich wichtig sind. Wenn du hier draufklickst, geht es weiter und du kriegst noch mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, einen geilen restlichen Tag. Ciao.